Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Hört mal, ihr könnt nach eurem eigenen Ermessen leben und werdet am Ende sehr wenig erreichen. Oder ihr könnt voller Gottvertrauen leben, dann wird sich Gott als real erweisen und ihr werdet durch seine Kraft das Unmögliche möglich machen. Wer von euch weiß, was eure Seele ist? Oh, nicht alle haben die Hand gehoben. Nun, ich war bereits Mitte 40, als ich endlich verstand, was meine Seele ist. Wir haben einen Geist, wir haben eine Seele und wir leben in einem Körper. Wir bestehen aus drei Teilen. Wenn wir uns für Gott entscheiden, zieht er mit seinem Geist in unseren Geist ein. Gott kann nur da leben, wo es rein und heilig ist. Deshalb reinigt er unseren Geist. Aus dem Grund nennt uns die Bibel auch Heilige und sagt, dass wir durch Jesus Christus gerecht vor Gott stehen. All das findet in unserem Geist statt. Dort wächst die Frucht des Geistes heran. Wusstet ihr, dass ihr, wenn ihr zu Gott gehört, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung in euch habt? Wenn wir sagen, durch Jesus stehe ich gerecht vor Gott, reden wir von einem Geschenk, das Gott in unseren Geist hineingelegt hat. Ihr könnt sogar sagen, ich bin geduldig, ich habe Selbstbeherrschung, denn das ist wahr, selbst wenn ihr diese Dinge noch nicht nutzt. Ich bin wie eine Trainerin, die euch dabei hilft, sie einzusetzen. Damit jeder, mit dem ihr es zu tun habt, erkennen kann, wie diese guten Eigenschaften, die Gott in euch hineingelegt hat, auch durchkommen. Jeder Mensch soll wissen, dass auch er diese Eigenschaften durch eine Beziehung zu Gott haben kann. Doch wenn unsere Seele, die sich gewissermaßen zwischen unserem Geist und unserem Körper befindet, wenn die Seele mit allem Möglichen zugemüllt und nicht dem Geist unterstellt ist, kann es sein, dass ihr zwar Christen seid, aber eure Seele trotzdem von eurer alten Natur beeinflusst wird. Wir können jedoch dazulernen. Darum geht es unter anderem im Leben. Wir sind in einem Lernprozess, in dem wir uns verändern, wachsen und reifen. Wir lernen, unsere Seele von unserem Geist beeinflussen zu lassen, indem wir biblische Wahrheiten verinnerlichen. Es geht um mehr als jeden Tag ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Tatsache ist, ihr könnt für den Rest eures Lebens meine Vorträge hören, doch wenn ihr das Gehörte nicht umsetzt und euch damit nicht innerlich identifiziert, wird euch das wenig nützen. In dem Fall erhalten wir nur Informationen, einfach Informationen. Wir brauchen aber nicht noch mehr Informationen. Wir brauchen eine tiefe Erkenntnis. Die Dinge müssen für uns lebendig werden. Wir müssen die Wahrheiten der Bibel verinnerlichen. Mir gefällt es, wie die Amplified Bibel das in den Psalmen und den Sprüchen ausdrückt. Da steht, hört das Wort, respektiert das Wort, empfangt das Wort und setzt es um. Wenn wir also die biblischen Wahrheiten verinnerlichen, wird unser Geist mit der Zeit stärker und stärker und stärker. Sobald wir aufhören, unsere alte Natur zu nähren und ihr nicht mehr erlauben, dass sie immer ihren Willen bekommt, hallo? Wenn wir aufhören, unsere alte Natur zu nähren und ihr immer nachzugeben, wird sie langsam schwächer und schwächer. Es wird dann nicht mehr lange dauern, bis unsere Seele, also unsere Gedanken, unser Wille und unsere Gefühle vom Geist bestimmt werden. Auf einmal fangen wir an, in den richtigen Bahnen zu denken. Wir erleben, dass wir nicht immer das tun müssen, was uns unsere Gefühle vorschreiben wollen. Da ist mehr. Wir können unseren Willen aktivieren und das tun, was Gott will. Genau das möchte er von uns. Er ist so wunderbar.
Heute geht es darum, wie wir unsere Seele in den Griff bekommen. Wie wir unsere Seele in den Griff bekommen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Bitte hilf mir. Ich möchte gute Arbeit leisten, damit meine Zuhörer die Inhalte aufnehmen können und ihr Leben verändert wird. In Jesu Namen. Amen. Lukas 21, Vers 19. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Manche Bibelstellen lesen wir schon jahrelang und verstehen sie immer noch nicht. Also mal langsam, was bedeutet das? Durch euer standhaftes Ausharren. Nun, wir sollen geduldig durch Dinge hindurchgehen. Ich sage immer, es gibt bei jeder Sache einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Der Anfang macht uns nichts aus. Er ist aufregend und schön. Juhu, ich werde ein reifer Christ. Juhu. Ja, Herr, gib mir Geduld. Doch das betet ihr nur so lange, bis ihr es besser wisst. Wenn ihr schon seit 30 Jahren mit Gott lebt, überlegt ihr euch vorher sehr gut, ob ihr ihn um Geduld bitten wollt. Ihr wisst, dass ihr ihn, wenn es um Geduld geht, um Hilfe bitten müsst. Aber ihr wisst gleichzeitig, was dann auf euch zukommt. Das gilt auch, wenn ihr ihn um Demut bittet. Nur die wirklich tapferen Christen beten ganz bewusst um solche Dinge. Ja, so ein Gebet geht einem leicht über die Lippen. Und es ist schön, wenn man am Ende dort angekommen und geduldig, demütig und freundlich ist. Doch viele, viele Menschen schaffen die Strecke dazwischen nicht. Es geht um geduldiges Ausharren. Wenn ihr schon länger an Jesus glaubt, wisst ihr, dass die Geduldigen eine Belohnung bekommen werden. Eine Rückerstattung sozusagen. Vielleicht klingt das komisch, aber wir sollten wissen, dass wir dafür belohnt werden. Es ist hart, schwierige Dinge durchzustehen, wenn man nicht weiß, dass am Ende eine Belohnung auf einen wartet. Wer würde schon gern jeden Tag arbeiten, ohne dafür ein Gehalt zu bekommen? Gott hält Belohnungen für uns bereit. Nicht unbedingt in Form von finanzieller Vergütung, sondern in Form von Freude, Frieden und Gerechtigkeit. Er kümmert sich um uns und wir bringen gute Früchte hervor. Wenn wir Jesus nachfolgen, warten unterschiedliche Belohnungen auf uns. In Bezug auf Geduld verspricht er uns in der Bibel eine ganz besondere Belohnung, aber von der rede ich erst später. Wenn ihr das, was ich heute zu sagen habe, verinnerlicht und zu Gott sagt, okay Gott, das will ich, wartet am Ende eine Belohnung auf euch. Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Ich will es mal so sagen, entweder lernen wir, unsere Seele in den Griff zu bekommen, oder sie hat uns im Griff. Wisst ihr, ich war schon viele Jahre Christin, ohne solche Inhalte jemals gehört zu haben. Bei uns ging es immer nur um Glaubenslehre. Ja, wir alle brauchen fundierte und gute Lehre. Aber wir müssen auch wissen, was in unserer Seele vor sich geht. Wir müssen unsere Gefühlswelt verstehen lernen. Ich werde später noch darüber sprechen, wie Gefühle einzuordnen sind. Freut ihr euch darauf? Wir alle haben Gefühle. Und wir alle sagen hin und wieder, ich verstehe einfach nicht, warum ich mich so fühle. Wenn ihr als Frauen euren Männern von euren Gefühlen erzählt, lautet die Antwort oft, was ist denn mit deinen Gefühlen los? Wie gut, dass Gott uns versteht, oder? Entweder lernen wir, unsere Seele in den Griff zu bekommen, also sie in Übereinstimmung mit unserem Geist zu bringen, oder sie wird uns beherrschen. In dem Fall wird unser Leben von unserer alten Natur bestimmt. Unsere Gedanken und unsere Gefühle beherrschen uns dann und wir werden nicht glücklich sein, wenn wir nicht alles haben, was wir haben wollen. Ich bin mir sicher, dass einige von euch das sehr gut kennen und ich weiß, dass ihr nicht besonders glücklich seid. Nein, seid ihr nicht. Unser Ego ist ungeduldig, aber unser Geist ist geduldig. Lukas 8, Vers 15. Ich will heute 5 Bibelstellen lesen, in denen es um Geduld geht. Lukas 8, Vers 15.
Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Was bringt uns also voran? Ausharren, Geduld. Bleib dran, bleib dran, bleib dran. Schritt für Schritt, nach und nach, Tag für Tag. Bleib dran, bleib dran, bleib dran. Gib nicht auf, bleib dran. Wenn ihr lacht, höre ich auf, okay? Now, schauen wir uns mal Hebräer Kapitel 11 an. Wir werden uns nicht das ganze Kapitel vornehmen, ich werde nur einige Verse vorlesen. Hier treffen wir auf die großen Vorbilder im Glauben. Die kennt ihr sicherlich, oder? Die großen Vorbilder im Glauben. In Kapitel 11 geht es also um das, was Menschen durch den Glauben alles erreicht haben. Wer glaubt, verlässt sich mit seinem ganzen Sein auf Gott, im vollkommenen Vertrauen auf seine Kraft, Weisheit und Güte. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich glaube so lange, bis das, was ich glaube, sichtbar wird. Anders gesagt, ich kann etwas so fest in meinem Herzen glauben, dass niemand es mir wegnehmen kann, und zwar lange, bevor es überhaupt Wirklichkeit wird. Das empfinde ich vor allem dann, wenn es um die Ewigkeit bei Gott geht. Ich war ja noch nicht da, aber Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. So steht es in der Bibel. Deshalb haben wir die Gewissheit, dass es mehr als nur dieses Leben geben muss. Wir leben unser Leben mit einer ewigen Hoffnung, die wir noch nicht erfüllt gesehen haben. Doch wir glauben so fest daran, dass wir unser Leben dafür hingeben. Viele Menschen sterben sogar dafür. Das macht den Glauben an Gott und den Glauben an Jesus aus. Es geht darum, glaubensvoll zu leben. Wir sollten diesen Glauben in jedem Bereich unseres Lebens haben. Seht mal, davon hatte ich jahrelang keine Ahnung. Ich glaubte zwar an Jesus, aber vieles andere, was ich glaubte, war größtenteils Unsinn. Ich glaubte nicht, dass ich etwas ändern könnte. Ich hatte kein Vertrauen. Was meint ihr, wie viele Leute jeden Sonntag in die Kirche gehen und an Jesus glauben, aber sobald man ihren Glauben mal unter die Lupe nimmt, bleibt da nicht viel übrig? Wenn man falsche Dinge glaubt, ist das für einen selbst trotzdem real. Weil ich in meiner Kindheit sexuell missbraucht worden war, glaubte ich, dass ich immer ein zweitklassiges und minderwertiges Leben haben würde. Ich glaubte, dass ein bleibender Schaden entstanden war. Diese Lüge hatte Satan mir eingeflößt. Doch niemand belehrte mich eines Besseren. Und so glaubte ich eine Lüge und nicht die Wahrheit. Durch den Glauben könnt ihr also unfassbare Dinge tun. Wenn ich zurückblicke, weiß ich gar nicht, wie ich es von meinem damaligen Zustand bis hierher geschafft habe. Ich könnte zwar sagen, dass ich mich an einige Dinge erinnere, die ich getan habe, aber im Grunde war es eine reine Glaubenssache. Nur der Glaube zählt. Nur der Glaube. Ich wünschte, die Leute wüssten mehr über den Glauben. Es scheint, als ob sich heutzutage jeder absichern will. Manchmal stellen wir neue Mitarbeiter ein und eine Sache fragen sie immer. Nun, Joyce Meyer ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Wie sicher ist mein Job denn eigentlich? Wer hat schon wirklich einen sicheren Job? Wir müssen unsere Sicherheit in Gott finden und nicht nach Leuten suchen, die uns Sicherheit geben. Wir müssen uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Die Leute schauen euch vielleicht verständnislos an, wenn ihr ihnen erzählt, wie ihr leben wollt. Hört mal, ihr könnt nach eurem eigenen Ermessen leben und werdet am Ende sehr wenig erreichen. Oder ihr könnt voller Gottvertrauen leben. Dann wird sich Gott als real erweisen und ihr werdet durch seine Kraft das Unmögliche möglich machen. Jetzt also ein kleiner Schnelldurchlauf. Leute, wenn ihr euch schlecht fühlt, lest Hebräer 11.
Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar. Henoch wurde in den Himmel entrückt. Einfach puff und weg war er. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Durch Glauben baute Noah eine Arche. Durch Glauben verließ Abraham seine Heimat und ging an einen Ort, den Gott ihm zeigte. Wie bitte? Gott sagte, geh an einen Ort, den ich dir zeigen werde. Ich hätte gesagt, gut, zeig ihn mir zuerst und dann gehe ich. Sarah bekam mit fast 100 Jahren ein Kind. Versteht ihr das, Ladies? Ihre Wechseljahre waren lange vorbei und sie hatte auch keine Hitzewallungen mehr. Das war vorbei, alles lag hinter ihr und doch bekam sie ein Kind. Ich sage nur, wie es ist. Durch Glauben brachte Abraham seinen Sohn dar, in dem Vertrauen, dass Gott sich kümmern würde. Isaak sagte zukünftige Dinge voraus, als er Jakob segnete. Josef und auch Mose vollbrachten durch den Glauben große Dinge und so weiter und so fort. Es heißt hier, dass es so viel zu berichten gäbe, dass ein Buch das gar nicht alles fassen könnte. Und in Kapitel 12, Vers 1 lesen wir, da wir durch die Glaubenshelden in Kapitel 11 so ermutigt worden sind, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, die durch den Glauben bezeugt haben, dass Gott treu ist, so lasst uns jede unnötige Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Okay, ihr braucht nicht mehr auf den Stuhl zu achten, achtet mal auf mich. Er wird gleich hergebracht, ihr werdet nichts verpassen. Kapitel 12, Vers 1, da wir nun. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, und jetzt wird uns ganz plastisch beschrieben, was wir tun sollen. So lasst uns jede Last ablegen und alles loswerden, was uns von einem glaubensvollen Leben abhalten will. Und auch die Sünde, die uns aufhalten will. Hier geht es nicht um, ach Herr, ich wünschte, du würdest mich davon befreien. Lasst uns laufen. Wir sollen laufen und nicht stehen bleiben. Lasst uns laufen. Lasst uns mit Ausdauer laufen. Hier kommt wieder das Thema Geduld ins Spiel. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Ich finde es großartig, was Paulus gegen Ende seines Lebens gesagt hat. Er sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Das will ich auch. Ehrlich, das wünsche ich mir mehr als alles andere in meinem Leben, dass ich das zu Ende bringe, womit Gott mich beauftragt hat. Versteht ihr? Wer will schon in Rente gehen? Ich jedenfalls nicht. Hebräer 10, Vers 36. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, und jetzt geht es um die Belohnung, die Verheißung erlangt. Doch das war gar nicht der Vers, den ich euch eigentlich zeigen wollte. Hier kommt er. Psalm 37, Vers 7. Halte still dem Herrn und warte geduldig auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Okay, was ist Geduld? Wir schrecken vor dem Wort zurück, aber wir wissen überhaupt nicht, was es bedeutet. Ja, es geht ums Warten, aber es geht um so viel mehr. Die Wahrheit ist, wir müssen auf jeden Fall warten. Wir verbringen mehr Lebenszeit damit, auf etwas zu warten, als etwas zu bekommen. Es sind nur Momente, in denen wir etwas bekommen. Dann freuen wir uns kurz und schon ist es vorbei und dann fangen wir wieder an, auf etwas zu warten. Ich brauchte 40 Jahre, um das zu begreifen und irgendwann beschloss ich, das muss besser werden. Ich konnte nicht gut warten.
Wenn auch ihr nicht warten könnt, werdet ihr ein ziemlich bescheidenes Leben haben. Könnt ihr mir dazu stimmen? Man wartet immer auf etwas. Das gehört zum Leben dazu. Deshalb steht hier, wartet geduldig. Geduld ist mehr als nur der Warteprozess an sich. Es geht hier um unsere Einstellung, das heißt, wie wir warten. Es geht um eine freudige Erwartungshaltung. Wir warten und denken, wow, etwas Gutes wird geschehen. Vielleicht tritt heute eine Wende ein. Vielleicht verabschiedet sich mein Sohn heute von den Drogen. Heute. Wisst ihr, neulich wurde mir etwas klar. Ich habe es gelesen und es hat mich gepackt. Es ist wirklich großartig. Ich las. Wenn wir für Leute beten, dann tut Gott Folgendes. Gott ist so schlau. Er schenkt den Menschen einen Gedanken. Wenn ihr also für jemanden betet, dass er mehr in der Bibel liest, kommt ihm vielleicht der Gedanke, ach, ich sollte mal wieder in der Bibel lesen. Nun, natürlich muss er immer noch eine Entscheidung treffen. Man kann niemanden durch Gebet zu etwas zwingen, aber Gott schenkt ihm gemäß eurem Gebet einen Gedanken. Und wenn er es dann umsetzt, glaubt ihr auch noch, es sei seine Idee gewesen. Ist das nicht wunderbar? Aber wenn er dann kommt und euch erzählt, dass sich Dinge regelrecht verändert haben, sagt nicht, ich habe für dich gebetet. Ich habe dafür gebetet. Lasst sie doch in dem glauben, dass es ihre Idee war. Aber ist das nicht großartig? Wir beten für Dinge und Gott schenkt den Leuten Ideen. Und auch wenn wir für etwas beten, das uns selbst betrifft, und wir Gottes Rat brauchen, gibt er uns Gedanken. In der Bibel steht, dass er unsere Gedanken mit seinem Willen in Einklang bringen möchte. Wow. Deshalb, lasst uns Gutes erwarten. Erwartet, dass etwas Gutes geschieht. Die Dinge können sich jeden Augenblick verändern. Ich warte geduldig. Auf den Herrn zu warten bedeutet, zu erwarten, dass er jede Minute auf der Bildfläche erscheint. Auf Gott zu warten bedeutet, nicht nur abzuwarten. Es geht um unsere Erwartungshaltung. Gut. Jakobus 5, Vers 7. So wartet nun geduldig, ihr Brüder. Hier steht nicht, falls ihr warten müsst, wir müssen warten. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet wie? Voller Erwartung auf die köstliche Frucht der Erde. Und jetzt wird es wichtig. Und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Wir sollen uns also gedulden und dranbleiben. Ich werde weiterhin beten. Ich werde die biblischen Wahrheiten aussprechen. Ich werde in der Bibel lesen. Ich werde mich mit Leuten treffen, die mich ermutigen. Ich werde weiterhin für Projekte in der Kirche spenden. Ich werde weiterhin Gutes tun und Gott vertrauen und dem Bösen widerstehen. Ihr sagt, ich mache das schon seit eh und je. Ich habe die Nase voll davon. Darf ich euch mal etwas fragen? Habt ihr denn etwas Besseres zu tun? Ich meine, habt ihr eine bessere Idee, als mit Gott das Leben anzugehen? Euch bliebe nur noch die Wahl, zurückzugehen, wo ihr hergekommen seid? Wer will da schon hin? Ihr seid bereits so weit gekommen, kehrt jetzt nicht zum Anfang zurück. Kommt schon, Gott ist gut, oder? Sagt mal alle, ich komme da durch. Sie können glaubensvoll leben und Dinge mit Gottes Hilfe tun, die sie nie für möglich gehalten hätten. Sie werden Gottes Kraft erleben.
Unser Zuschauerservice ist gerne für Sie da. Ganz gleich, ob Sie Fragen haben oder eine Bestellung aufgeben möchten. Rufen Sie uns an. Als ich das erste Mal an diesen Ort außerhalb der Stadt kam, war er sehr verlassen. Mit hohen Bäumen, Felsen. Es war ein ideales Versteck für Leute, die in illegale Aktivitäten verstrickt waren. Indien ist ein sehr armes Land. In vielen Gegenden gibt es keinen Zugang zu Trinkwasser. Viele dieser Orte sind unbewohnt. Als wir angefangen haben, hier einen Brunnen zu bohren, zogen immer mehr Leute in diese Gegend. Denn das Wasser ist eine wichtige Grundlage für die Menschen, damit sie Häuser bauen und eine Heimat finden können. Seit über 30 Jahren sind wir von Hand of Hope, dem christlichen Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, in Indien aktiv. Bis heute haben wir hunderte Brunnen und Kirchengebäude errichtet. Hier gibt es ein paar Brunnen, ungefähr 3 oder 4. Aber sie sind jeweils einer Gesellschaftsgruppe oder Religion zugeteilt. Anderen wird nicht erlaubt, dort Wasser zu holen. Wir haben diesen Brunnen extra außerhalb des Kirchengeländes gebohrt, damit hier jeder Tag und Nacht Wasser holen kann. Wir hatten anfangs 30 bis 40 Menschen, die unseren Gottesdienst besucht haben, obwohl sie eigentlich nur Wasser holen wollten. Aber nun nehmen mehr als 500 Menschen an unserem Gottesdienst teil. Wir haben hier etwas gestartet, was die örtlichen Pastoren weiterentwickeln kann. Die Gemeinde kann unter ihnen wachsen. Sie können neue Leiter finden und ausbilden, die dann wiederum eigene Gemeinden gründen. So lernen durch dieses eine Projekt viele Menschen Jesus kennen. Ist das nicht wunderbar? Es ist mir so eine Ehre, heute mit euch hier zu sein. Im Namen von Joyce Meyer Ministries und Hand of Hope nehmen wir jetzt diesen Brunnen in Betrieb. Wir beten, dass dieser Brunnen für die Menschen in dieser Gegend eine große Hilfe sein wird und ein Zeichen dafür, wie sehr Gott sie liebt. Die Joyce Meyer Zuschauer fragen uns oft, wie kann ich meine Finanzen in den Griff bekommen? Wie gehe ich mit Ablehnung und Mobbing um? Wieso fällt es mir so schwer, mich selbst anzunehmen? Die Antworten finden Sie hier drin. Joyce Meyer thematisiert in diesen Heften die am häufigsten gestellten Zuschauerfragen. Bedeutet für Sie kompakte Antworten zum günstigen Preis. Sie möchten alle? Kein Problem. Im Set sind sie sogar noch günstiger. Rufen Sie an unter 040 88 88 4 11 11 oder bestellen Sie im Internet unter joyce-meyer.de/hefte.